Also es ist eine sehr sinnliche Sache, das Auslegen. Also ich spüre es und es sind verschiedene Materialien. Manchmal kommen da sofort Erinnerungen, gerade vom Ort, wo ich es gefunden habe. Ja, ich war 9 Monate insgesamt in Ägypten gewesen. Und 6 Monate davon bin ich in Chabramand, in dem Künstlerhaus, also Villa for Swiss Artists gewesen. Und in dieser Zeit bin ich einfach von dort aus gereisen, in die Wüste, ans Meer, zu den Pyramiden, auf Luxor und bin dann immer mit Säcken heimgekommen und habe das dort auch schon ein bisschen ausbreitet, angeschaut und habe die Sammlung dann immer wieder ein bisschen erweitert, ergänzt und habe noch mehr Material gehabt. Dann habe ich auch Päckchen machen, ich habe es auch heimschicken. Und das war eine ziemlich komplizierte Sache gewesen. Und ich hatte zum Teil schon in Ägypten also das Gefühl gehabt, ja, das und das wird eine größere Sache. Oder zum Beispiel die Oase, die hat mich so fasziniert. Da bin ich nochmal hingegangen. Ich habe gefunden, ich will es noch ein bisschen erweitern. Thank you.
Also ich habe für die Sammlung gleich mal Kornschütte gesehen als Räumlichkeit und habe gefunden, das würde sich total integrieren da. Und jetzt, wenn ich es als fertige Arbeit sehe, finde ich, es hat sogar noch übertroffen, als meine Vorstellung war.